Ja, Dieter, leider wirst du auch feststellen, ist beim zweiten Video der Sound leider relativ schnell weg, weil das Interessante, unseren gemeinsamen Flug sich anzugucken und dann meinen Text dazu zu hören, ist natürlich alles nicht dabei. Das ist schade. Es ging mir auch darum, deinen gestrigen Flug oder genauer gesagt das Ende nochmal anzusprechen. Deswegen mache ich jetzt nochmal ein kleines Video, das lag an meinem Headset, weil ich das so kurz geladen habe. Deswegen konnte mein Mikrofon da nicht weiter aufnehmen. Ich hoffe, es klappt aber jetzt. Deswegen nochmal ganz kurz, die Dateien habe ich heruntergeladen, das hast du ja gesehen in dem letzten Video. Ich gehe da nochmal rein in Soaring Lab. Log mich ein, das muss ich. Mit Passwort, um die Pro-Version nutzen zu können. Nur dann kann man nämlich zwei Flüge gleichzeitig angucken, bei der ganz normalen Version, Soaring Lab. Ohne was dafür zu bezahlen, kannst du deinen eigenen Flug oder einen Flug nur angucken. Ist egal, das Passwort schicke ich dir. Du gehst hier oben, habe ich dir, glaube ich, angesprochen noch. Ich glaube, das ist noch mit auf dem Video drauf. Dann hier oben auf Soaring Lab Pro. Dann bist du hier drin, dann gehst du auf Flight Replay. Aus die beiden Fenster. So, jetzt wollen wir die beiden Dateien auswählen, die wir ja haben wollen. Die habe ich heruntergeladen unter Downloads. So, das sind die ersten beiden, Delta India und GBO. Das war ja der gemeinsame Flug da. So, da siehst du es nochmal. Ich werde die Karte hier nochmal umstellen auf Gelände. Wie schon gesagt, hier musst du auf das Fähnchen klicken. Ich hoffe, das alles mit auf dem Video noch drauf. Auf das Fähnchen klicken. Dann starten wir nämlich gemeinsam hier. Farben kannst du hier ändern, wo meine Maus jetzt gerade ist. DI, sage ich mal, dein Weg wird blau gemarkert. GBO wird, was haben wir denn hier? Rot, irgendwie dunkles Rot, was ist das? Ja, dann kann man das vielleicht besser auseinanderhalten. Hier ist zum Abspielen. Da läuft es schon. Und guck, du kannst hier auch mit der Maus, einfach linke Maustaste drücken, kannst hier drehen, bewegen die ganze Karte und mit dem Scrollrad zoomst du ran und raus. Hier kannst du zum Beispiel sehen, wo ich hier lang geflogen bin, die rote hier lang, bis hier hinten um die Ecke rum, weil der Wind kommt ja von oben. Hier bin ich hingeflogen, weil ich da relativ flach war. Ja, hier und hier wieder zurück. Und hier kannst du ja deine sehen. Du hast ja mit Thermik gearbeitet. Da siehst du hier, Wind kommt ja von oben. Hast hier Höhe gemacht. Sonst würde ich nicht hier im Lee fliegen. Hier hast du ja wieder Wind gehabt und alles. Hier um der Ecke auch alles wunderbar. Du warst hier hoch genug. Hättest hier einfach über diesen Hang springen können, um hier einmal anzutatschen, wie ich es gemacht habe, und dann weiterfliegen. Du bist aber links abgebogen, zurück wieder. Hier hinter die Berge sogar noch. Ich weiß nicht, aber da hast du, glaube ich, genug Höhe gehabt. Bis dann hier rüber. Ja, ich vermute mal, da bist du genau am Hang lang geflogen. Das wird hier vielleicht nicht ganz so genau dargestellt, aber gut. Also, ich lasse das hier mal fliegen. Du kannst auch hier die Zeit umstellen. Sagen wir mal auf, was soll ich, 15 Sekunden. Hier kannst du auch ranzoomen. Jetzt gehen wir mal auf DI hier unten. Zack. Da kannst du dich fliegen sehen hier. So. Das musst du mit der Maus. Wie gesagt, ich mache das mit dem Scrollrad und mit der linken Maustaste einfach nur hier bewegen. So, da machst du deine Kurve. Ich scroll ein bisschen ran. So, und da geht's jetzt ab. Guck mal, da fliege ich da hinten. Kannst das hier 3D-mäßig sehen. So. Bisschen weg. Und da fliegst du jetzt. Kannst das sehen hier. Und guck, da bin ich, hier bin ich im Lee ein bisschen. Da, der Wind kommt ja von hier oben. Hier hinten war schlecht. Dann hier so ein bisschen wieder geguckt, wo kommt der Wind. Ja. Und ich musste natürlich hier mich irgendwie langschlängeln, weil der Wind kommt ja von hier oben. Hier auf diese Kanten kommt er noch. Guck, da oben bin ich. Da kannst du mich sehen. Und hier geht's rum. Ja. Guck mal, bis genau an die Kante. Zack, gerade getoucht und gleich wieder am Hang hier zurück. Wind kommt von oben. Du bist
Hier, da müsstest du gleich kommen. Da kommt er. Alles gut. Hier ist der Wind drauf. Da ist der Wind drauf. So. Mal gucken. Da kannst du dich vielleicht besser sehen. Da habe ich gedacht, warte mal, kann man das vielleicht sehen? Mache ich mal DI an. Da habe ich gedacht, dass du da einfach rüberspringst, weil du hier hoch genug warst. Du bist aber hier nochmal wieder abgebogen. Hier nach Süden. Machst hier Thermik, alles gut. Machst genug Höhe. Brauchst sie aber eigentlich gar nicht. Fliegst hier noch ein bisschen zurück. Hier hinterm Berg. Siehst ja hier. Weiß ich nicht so genau warum, aber du hast genug Höhe. Fliegst genau drauf zu, alles gut. Ja, und hier kannst du noch mal sehen, groß und klein. Dann kannst du, guck mal, da bist du, hier fliege ich lang, Wind kommt von oben, hier ist die Hangkante, hier kannst du immer noch wählen, hier wählst du jetzt mit der Maus GBO an. Zack, da hast du mich dann, auch wieder ein bisschen weggezoomt. Kannst gucken, hier hast du noch mal die Totale. Mal da fliege ich um die Kante rum hier. Wind kommt von links in diesem Fall. Ne? Hier, da fliegt er auch lang. So. Hier an der Kante, da noch ein bisschen Höhe mitgenommen. Da geht er rum, gucke, hier hast du getürmelt. Hier sind die ganzen Kreise, das bist du gleich. Ich gucke, dass ich genug Höhe habe, hier, um hier noch ein bisschen rüber zu kommen. Komme ich auch. Guck mal, das ist ja nicht hoch, das Gelände. Hier muss ich natürlich durch die Schlucht durch. Siehst du auch da gleich? Da. Weil ich will ja hier links abbiegen, weil der Wind kommt ja von oben. Da wieder an die Kante ran. Hier, zack. Da, Tim auch. Ist auch hier lang geflogen. Hier Höhe gemacht noch. Hier ist der Wind drauf. Da ist der Wind drauf. Und da kannst du ja meine rote Linie sehen. Muss dran denken, der Wind kommt von oben. Also steht der Wind auf dieser Kante, auf dieser Seite. Hier. Du bist hier lang geflogen. Siehst ja die blaue. Weil der Wind, wenn er von hier oben kommt, bist du hier im Lee. Weißt du, hier knallt der Wind genau gegen diese Seite. Also deswegen immer versuchen hier links. Weil dann versteckst du dich nicht hinter hinter diesen Bergen, dann bist du hier im Lee. Ne? Also da bin ich drin. Wollte ich dir nur mal mit meinen Worten so erklären. Guck hier. Der Weg war gar nicht schlecht von dir gewählt, haben andere auch gewählt. Hier kannst du es sehen, du bist hier oben lang geflogen, das war gut. Ich bin hier unten lang geflogen, siehst du auch. Hier machst du auch noch Höhe. Also ich gehe mal wieder auf DI, klicke ich an, dann siehst du dich auch hier. So. So, da kannst du es nochmal in der Totalen sehen. Kannst hier, wie gesagt, die Berge genau angucken. Alles gut. Ja, da machst du nochmal Höhe, da steht auch der Wind drauf. So, und jetzt fliegst du im Grunde geradeaus. Hier bist du im Lee. Hier machst du nochmal Kreise. Würde ich nicht empfehlen, hier im Lee zu Thermik zu machen. Außer, ja, hat ja funktioniert. Weil, guck, hier bist du voll im Lee, jetzt hier hinten. Hier bist du rübergekommen, weil du genug Höhe hattest. Das ist meine Route hier, siehst du, und dann hier Hang. Du hast aber genug Höhe durch das Thermikkreisen, hast natürlich Zeit verloren. Fliegst hier an der Kante und hier, wie gesagt, der Wind kommt von oben, muss immer dran denken, hier bist du im Lee. Besser ist hier auf der linken Seite zu bleiben, weil der Wind knallt dann hier gegen diese Kanten. Ne? Da, hier habe ich gehofft, hier steigt es auch ein bisschen, hier um die Kante, hier steigt es auch, hier, da. Also nicht hier rechts bleiben, mehr hier links. Weil ich auch diese Kante hätte gezogen, aber da war ich zu tief. Einfach hier gerade durch. Nee, aber das hast du gut gemacht. Aber ich hoffe, dass du ein bisschen mit rumspielst. Wie schon gesagt, du musst da die IGC-Dateien reinladen. Kannst hier die Geschwindigkeit schneller stellen. Siehst ja hier, was du willst. Kannst du alles abspielen lassen. Kannst hier mit der Maus drehen und machen, mit dem Scrollrad ranzoomen, das alles angucken da, Z. Und hier das gleiche. Nur mit der Maus rein, einfach alles anklicken. Ne? Wie gesagt, hier hast du nur die 2D-Sicht, aber eben musst du dran denken, Karte, Gelände anhaken.
Dann siehst du auch die ganzen Reliefs hier. Und hier kannst du noch drehen, 3D-mäßig alles. Ne? Das ist ganz interessant. Siehst dann auch die Flugzeuge und kannst dann alles wieder von neu starten lassen. Okay, ich hoffe, das ist soweit klar. Jetzt geht es nochmal darum. Hatte ich dir ja gezeigt. Wir haben uns den gestrigen Fluch ja nochmal angeguckt. Von dir. Siehst ja auch in dem Video, wie ich es runterlade. Ich wollte das nur nochmal per Sprache dann erklären. So, ich gehe nochmal wieder in Soaring Lab rein. Habe ich hier abgespeichert. Weil das nur eine Datei ist von gestern Abend. Wie gesagt, ich brauche mich nicht anmelden. Einfach nur Flight Replay. Wähle die Datei aus. Da ist sie. Kannst du ja mal ausprobieren an deinem gestrigen Fluch. Die IGC-Datei. Hast ja im Video gesehen, wie die runterlädst von gestern deinem Flug. Die wähle ich jetzt aus. Öffne. Da ist ja dein Flug. So, Pro-Version wollen wir jetzt nicht. Weil wir nur einen Flug Revue passieren lassen wollen, klicke hier auf Gelände. Hier hast du deinen Flug. Hier kannst du deinen Flug durchscrollen. Wir wollen ja bis zum Ende, um dir zu zeigen, was der Punkt war. So, und jetzt muss man gucken, was du hier für eine Höhe hast. Hast 1300 Meter MSL. Musst aber haben 900. Und das hatte ich in dem letzten Video dir bei Condor Club gezeigt, dass über der Landkarte, über der Map, rechts stand Ziel Minimum Height 900 Meter. Da musst du drauf achten. Jetzt musst du hier mal sehen, du kommst hier an mit 1300 Metern. So, jetzt siehst du auch deinen Flug. Guck mal hier, da hast du genug Höhe. Jetzt lasse ich das mal weiterlaufen hier. Zack, 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 zack. So, und jetzt hast du hier eine Höhe von, ich mache mal ein bisschen langsamer. So, ja, gehe ich mal auf, was weiß ich, 4 Sekunden. Hier siehst du, hast du eine Höhe von 983 Meter. 900 Meter heißt, die ganze halbe Kuchenscheibe ist das Ziel. Hier hättest du einfach links abbiegen können. So, da ist das Ziel. So. Einfach da rein. Einfach links abbiegen. Du musst nicht, das war der Fehler auch, du bist genau hier auf die Mitte von der Kuchenscheibe zugesteuert. Dann lassen wir mal weiterlaufen. Da fliegste. 933 Meter. Hätte auch noch gereicht. Wie gesagt, alle Profis, auch Tim und so, habe ich am Anfang auch nicht gewusst. Es reicht, wenn du hier diesen Bereich berührst. Und wenn du da die 900 Meter hast, dann kannst du hier in dem Sektor Flugplatz, kannst du da deine Rollen, Purzelbaum, was weiß ich, hier Loopings, alles noch fliegen und landen, alles gut. Wichtig ist, dass du irgendwo in diesen Bereich reinkommst. Und da reicht auch hier im Norden, dass du den Bereich antatschst. Du musst also nicht, guck mal hier, hier hast du weitaus genug Höhe. Fliegst aber hier noch, guck mal hier, 933, wir lassen ihn mal weiterfliegen. Zack, hier bist du schon bei 871 Meter, bist also drunter. Fliegst immer noch weiter, bist immer noch nicht im Ziel. Da kannst du ja langsam mal gucken, da kommt langsam das Ziel in Sicht hier. So, lass mal weiterlaufen. Zack, und da hast du jetzt eine Höhe von 763 Meter, kannst du sehen. Reicht natürlich nicht. Aber du hast einen Speed 254, also wäre überhaupt kein Problem gewesen, einfach volle Pulle nach oben zu ziehen. Hast du ja bestimmt schon mal gesehen, bei mir oder bei Tim. Und es reicht dann in diesem Bereich, zack, auf 900 Meter einmal hochgeschossen zu sein. Du hättest dir es, ich denke mal, den Fehler machst du demnächst dann nicht mehr, einfacher gemacht, einfach hier links abbiegen, da die Kante angeritzt und dann wäre das Ding gewertet worden und das war wirklich schade, weil du hast einen guten Flug gemacht hier gestern. Wie du sagst, natürlich langsamer als die anderen, aber das soll dich im Moment nicht interessieren. Wichtig ist, dass du ankommst und das finde ich gut, dass du das hier gestern gemanagt hast. Und ich hoffe dann fürs nächste Mal, dass dir das nicht wieder passiert. Den kürzesten Weg zum Ziel suchen. Wie gesagt, graue Wand oder das Ziel siehst du eigentlich auf dem PDA auf jeden Fall. Und das zoomst du dir dann auch groß rein und dann zack, sofort hier die Kante, mache ich auch, den kleinsten Weg rein da
schon hast du das Ziel erreicht. Wie gesagt, das kannst du vielleicht auch alles nicht wissen. Wie gesagt, das hätte gestern nicht passieren müssen, weil 763 Meter bei 254 km/h, wie du siehst. Aber da hast du nicht dran gedacht. Die 900 Meter hättest du ganz, ganz locker hingekriegt gestern. Also von der Seite, shit happens. Ich hoffe, es passiert ja nicht das nächste Mal. Und dran denken, wie gesagt, du brauchst nur eine Ecke hier vom Ziel berühren. Du musst nicht bis in die Mitte fliegen hier, einfach da an die Kante ran und dann bist du im Ziel. Okay, das wollte ich dir eigentlich nur nochmal mitteilen, jetzt mit Sprache. Ich hoffe, er hat jetzt aufgezeichnet. Ich gucke einmal mein Programm, ob da jetzt, ja, da bewegt sich was, wie du siehst. Mikrofon funktioniert, weil ich das Kabel angeschlossen habe. Also das nochmal so als Nachklapp. Ich hoffe, das stört nicht weiter. Okay, Dieter, tschüss.